Moin und hallo. Wie jeden Donnerstag haben wir auch heute wieder Kulturtipps für Sie vorbereitet. Moin Benjamin. Moin Christina. Du hast uns auch gleich was Spannendes mitgebracht, was dieses Wochenende ansteht, oder? Das stimmt. Da steht nämlich der Schlager-Move vor der Tür. Die meisten kennen ihn sicherlich schon. Gab es ja auch in den letzten Jahren in Hamburg immer wieder ein beliebtes Event. Am Samstag geht es los um 15 Uhr. Hier sehen wir ein paar Bilder aus den vergangenen Jahren. Vom Heiligen Geistfeld geht es durch St. Pauli runter zu den Landungsbrücken und dann die St. Pauli-Hafenstraße entlang. Und dann geht es eben über die Reeperbahn wieder zurück in Richtung Heiligen Geistfeld, wie jedes Jahr, also kunterbunt und natürlich jede Menge Schlagermusik. Und das hoffentlich bei gutem Wetter. Ich erinnere mich, im letzten Jahr war es unfassbar warm beim Schlagermove. Es war so heiß, muss man sagen, dass die Feuerwehr dann angefangen hat, so mit irgendwelchen Ventilatoren Wasser auf die Leute zu sprühen, ja, um die Menschen wenigstens ein bisschen runterzukühlen. Ja. Ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, dass das dieses Mal das Wetter übernehmen wird. Mit dem Wasser. Kann sehr gut sein. Aber ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass es schön bleibt. Ich habe noch eine Sache rausgesucht, das fand ich ganz lustig. Auf der Webseite vom Schlager-Move steht nämlich auch, wie man sich kleiden soll. Mhm. Und da steht, dein Outfit bloß nicht normal. Sprich deine Eltern auf ihre Kleidung aus den 70ern an. Bleibe hart, wenn sie anfangs zögern, dann berge den Schatz. Also es soll möglichst bunt werden. Möglichst bunt, möglichst vielfältig. Genau. So kennt man ja auch die Bilder vom Schlager-Move. Stimmt. Genau, ja, wenn es leider dann doch etwas schlechteres Wetter wird, was kann man denn dann machen? Man kann zum Beispiel ins Kino gehen. Es gibt einen Film Beautiful Wedding. Der läuft jetzt im Kino. Er läuft schon etwas, aber läuft jetzt immer noch in den großen Kinoketten, die man kennt. Und ja, wir haben den... Kann mir einer erklären, was gestern passiert ist? Abby? Oh mein Gott, wir haben gestern Nacht geheiratet? Wenn schon, denn schon. Dann will ich auch einen richtigen Honeymoon. Ich liebe dich, Täubchen. Willkommen in Gatito, Mexiko. Hola, Señor y Señora Maddox. Arriba, arriba, arriba. Du bist fast über die Türschwelle. Gar nicht barbarisch. Die Blumen waren so süß, unsere Initialen. T und A, weil bei dir beides stimmt. Eure Ehe fängt schon ganz falsch an. Na, willst du etwas Spaß? Es geht nicht um seine Bedürfnisse. In eurer Ehe geht es um deine Bedürfnisse. Und missachte nie die Macht deiner... Miau! Sag mir, dass das da nicht Abby ist. Ah! Und wie das Abby ist. Wolltest du nicht zur Maniküre? Ja. Was machst du denn? Du hast gesagt, hier ist oben ohne. Das geht aber nicht für Touristen. Lass mich! Ei. Im Ernst? Ich liebe dich, Täubchen. Das ist eine Pro- und Kontraliste. Um zu sehen, ob wir uns lieber wieder scheiden lassen sollten. Es steht auch schon was auf der Pro-Seite, weil du den gewaltigsten... Wer hat den gewaltigsten? Ich markiere gern mein Revier. Ach, ey. Du erdrückst sie! Sie ist meine Frau! Sie hat den Tick, immer abzuhauen und ich will das weder für mich noch für dich! Du sollst um sie kämpfen! Du erkennst sie nicht mal, wenn sie dir direkt ins Gesicht springt. Liebe! Nicht, was ich sagen soll. Du könntest ja sagen. Adios, adios. Ja, es ist eine Fortsetzung. Es gab schon einen ersten Film, Beautiful Disaster. Der lief aber nur auf Amazon Prime, also nur auf einer Streaming-Plattform, nicht im Kino. Der zweite läuft jetzt im Kino. Ich habe ihn auch schon gesehen. Und? Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Man hat ja schon so ein paar Ausschnitte gesehen. Er ist ganz lustig. Sehr gute Schauspieler sind dabei, die auch schon im ersten Teil überzeugt haben. Ein paar Sachen sind ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ja... Ich würde so 8 von 10 Punkten geben, aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, 8 von 10 ist doch nicht schlecht. Bei einer Komödie. Und du hast uns ja auch noch einen Film mitgebracht. Genau, das ist nicht wirklich eine Komödie. Es geht um einen Film, der heute in die Kinos kommt. Also deiner kam ja schon letzte Woche. Ja, am 9. glaube ich. Genau, ach so. Na gut, ja, also der kommt eben heute in die Kinos. Und zwar geht es um die Fortsetzung der Mad Max Filmreihe. Furiosa, a Mad Max Saga heißt das Ganze, mit Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy. Also sehr hochkarätig besetzt. Der Vorgänger Mad Max Fury Road hat ja damals für ziemlich Aufsehen gesorgt, war ein sehr beliebter Film, hat auch mehrere Auszeichnungen gewonnen, 6 Oscars unter anderem. Und auch da wollen wir einmal reinschauen in den Trailer für den neuen Teil. Furiosa, wir sind zu weit weg. Furiosa! Sie haben Furiosa! Thank you.
sich meine Welt für immer. Meine Mutter war großartig. Und er hat mir alles genommen. Wen haben wir denn da? Sie kommt von einem Ort des Überflusses. Das ist unser Schicksal. Meine Kindheit. Meine Mutter. Ich will sie zurück. Ich will sie zurück! Was du auch tun musst. Egal wie lange es dauert. Versprich mir, dass du wieder nach Hause kommst. Beschütze den grünen Ort. Es ist Zeit zu nehmen, was rechtmäßig uns gehört. Achtung! Fertigt! Ja! Wo willst du hin? So voller Hoffnung! Es gibt keine Hoffnung! Wenn du ihn findest, gehört er mir. Immer Krieg geben. Aber um nach Hause zu kommen, kämpfte Furiosa gegen die ganze Welt. Kennst du mich noch? Ja, es verspricht also, actionreich zu werden. Du hast uns auch noch was mitgebracht. Ja, ein bisschen anderes Thema. Es geht um das Millantor-Stadion. Wir haben da ja schon mal unsere Nachrichtensendung aufgenommen, waren da vor Ort. Da wurde der Rasen wieder neu gemacht. Und auf diesem Rasen ist jetzt in der letzten Nacht von Mittwoch auf heute was Besonderes passiert. Und zwar wurde da eine Aktion geplant und durchgeführt. Wir sehen es hier. Da wurden verschiedene Buchstaben hergestellt und es wurde ein riesiger Schriftzug, Water is a Human Right, angefertigt. Sie wollten halt ein großes Zeichen setzen. Und ja, es ist ein Vorbote der Millantor Gallery, die am 31. Mai startet. Auch ein Kulturtipp, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und das Kunstwerk ist jetzt schon wieder weg, weil jetzt wird der Rasen wieder neu ersetzt, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass da Tschechien zum Beispiel trainiert jetzt während der EM. Aber es sollte halt sein, dass ein Zeichen sein und jeder kann halt ein Zeichen setzen dafür, dass mehr Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird. Das war auf jeden Fall ein großes Zeichen. Ein großes und auch ein schönes Zeichen, hat man ja auch auf den Bildern gesehen. Und auch wenn so ein Zeichen nur kurz da ist, ist es ja trotzdem wichtig, so eine Message nach außen zu senden. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Kulturtipp. In der Barclays Arena finden am Wochenende die EHF Finals im Handball der Männer statt. Es ist der Höhepunkt des zweithöchsten Clubwettbewerbs im europäischen Handball. Und es sind sogar drei deutsche Mannschaften mit dabei, nämlich Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin und dann noch eine rumänische Mannschaft. Und es findet an beiden Tagen statt. Es gibt zwei Spiele, also die Halbfinals finden am Samstag statt, 15 Uhr, 18 Uhr und dann am Sonntag das Spiel um Platz 3 und das Finale und dann wird es am Ende einen Sieger geben. Und genau, da kann man auf jeden Fall vorbeischauen, wenn man mal Weltklasse-Handball hier in Hamburg sehen will. Mhm. Und dieses Turnier oder diese Endrunde findet auch zum ersten Mal hier in Hamburg statt, weil es muss immer auf neutralem Boden stattfinden. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight für Sportbegeisterte, auf jeden Fall ein guter Tipp. Das also am Wochenende in der Barclays Arena. Ich bleibe noch bei der Barclays Arena, denn in der nächsten Woche findet da auch etwas statt, und zwar ein Konzert von Howard Carpendale. Die Älteren werden ihn jedenfalls mindestens kennen. Schlagersänger, über 50 Millionen Tonträger verkauft, 17 Top-10-Alben, 700 produzierte Songs und zahlreiche Auszeichnungen. Also schon wirklich ein Name, am 29. Mai um 20 Uhr in der Barclays Arena. Also wer sich dafür interessiert, kann auf jeden Fall vorbeischauen. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, noch vor 4 Tagen hat er auf Instagram gepostet, dass es ihm nicht so gut geht gesundheitlich. Hatte einen grippalen Infekt gepaart mit allergischen Reaktionen, heißt es da. Deswegen mussten schon 2 Konzerte leider ausfallen, und zwar einmal am 19. Mai in Wien und am 21. Mai in Nürnberg. Stand jetzt ist das Konzert in Hamburg, es sind ja auch noch ein paar Tage, nicht betroffen davon. Also es sollte stattfinden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen gute Besserung. Und wer Interesse hat, kann eben vorbeischauen.
So viel also zu den Kulturtipps an diesem Donnerstag. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Der Schlagermove sollte ja mindestens, wenn er nicht ins Wasser fällt, eigentlich für jeden was sein, finde ich. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder bei den nächsten Kulturtipps. Bis dahin. Ciao.